Hallo Grillo-Barbecue-Freunde, heute gibt es bei mir ein gefülltes Fladenbrot. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch in der heutigen Folge von Barbecue aus Baden. Viel Spaß dabei! So, für mein gefülltes Fladenbrot brauche ich natürlich ein paar Zutaten. Ihr seht es, ich backe mein Fladenbrot heute selber. Das ist meine erste, ja, soll ich sagen, Sendung, Video, wo ich selber etwas backe. Und zwar brauche ich dazu ein Öl, ein Ei, Mehl, geriebenen Käse, Salz, Puderzucker, Sucuk, Butter, Milch, Tomaten und Hefe. Ich werde jetzt beginnen, indem ich den Teig erst einmal herstelle, weil der muss ja eine gewisse Zeit dann gehen. So, wir beginnen jetzt mit der Herstellung des Teiges. Und zwar habe ich hier 140 Gramm lauwarme Milch. Dann habe ich hier 20 Gramm Hefe. Puderzucker 10 Gramm. Mir ist gesagt worden, dass Puderzucker sich schneller auflöst wie normaler Zucker. So, das Ganze verrühren wir jetzt. Und wenn das Ganze gut verrührt ist, dann hole ich euch wieder mit dazu, dann kommen wir nämlich zum nächsten Schritt. Inzwischen habe ich das Ganze gut verrührt. Ich habe das gerührt, die meisten kennen das, so Tupper-Peng-Schüssel oder wie das Zeug da heißt, keine Ahnung. Jetzt können wir nämlich alles reinschütten, ihr seht, das ist wunderbar, hat sich aufgelöst. Das sind 40 Gramm Butter und 20 Gramm Öl. Tun wir mal damit rein. Dann habe ich hier 4 Gramm Salz. 320 Gramm Mehl, 1/2 Teelöffel ich noch ein Eiweiß. Ja, das kommt da mit rein. Also, wunderbar, das machen wir hier rein, das brauche ich nachher noch. Es passiert folgendes, ich hole mein Rührgerät, rühre den ganzen Teig. Und wenn ich das getan habe, dann zeige ich euch, wie er aussieht. So, ich habe jetzt genau 4 Minuten gerührt. Ihr seht, das ist eine wahnsinnig tolle Konsistenz. Sie darf nicht zu hart sein, weil wenn der Teig zu fest ist, dann geht er nachher nicht. Von Konsistenz her finde ich es richtig gut. Schön fluffig. Exzellent, würde ich mal sagen. Deckel drauf. Und jetzt muss man 40 Minuten gehen lassen. Aber ich habe in meinem Backofen eine Gärstufe. Und der kommt jetzt in den Backofen. Ich schwenke mal kurz die Kamera um. 38 Grad habe ich eingestellt. Ist da rein. Ab jetzt sind es 40 Minuten und dann hole ich euch wieder mit dazu. Ja, genau 40 Minuten später schauen wir mal drunter. Oh ja, oh ja, der ist wirklich super gegangen. Also ihr müsst euch natürlich dann, wenn ihr kein Gärprogramm in eurem Backofen habt, ein warmes Plätzchen suchen. Oh ja, der ist richtig schön fluffig. So, was ich jetzt machen muss, ich muss ihn nochmal durchmischen oder durchmengen. Ja, jetzt werde ich den teilen und abwiegen. Und wenn ich ihn abgewogen habe, dann hole ich euch wieder mit dazu. Das sind jetzt zwei gleich schwere Stücke, die haben 300 Gramm. Die müssen wir jetzt noch einmal 5-6 Minuten abgedeckt einfach noch einmal ein bisschen gehen lassen. Und dann formen wir die Teige oder den Teig in meine Backform. So, das Ganze hat jetzt noch mal 6 Minuten geruht. Schauen wir mal drunter. Oh ja! Das Ganze sieht aus, würde ich sagen, wie zwei Dampfnudeln. So, ich werde jetzt die Teigbollen, kann man sagen, Teigbollen, einfach mal ausformen und ich nehme kein Wellholz. Wurde mir extra verboten, ein Wellholz zu nehmen, sondern man muss es mit den Händen formen. Da habe ich mein Backblech. Das habe ich schon ein bisschen eingefettet, sieht man es nicht so gut. Und ich werde es einfach mal beginnen mit dem Teig. Und so ein bisschen durcheinander mischen hier. So, und jetzt beginnen wir einfach mal
das Ganze mit den Händen ein bisschen zu formen. Bleibt dann kleben. Ich würde sagen, ich forme den mal auf die Größe und dann hole ich euch wieder mit dazu. So, der Teig ist in meiner Form. Da ich nicht der allerbeste Bäcker bin, habe ich es kurz angeformt und habe es dann einfach in die Form rein und habe es da ein bisschen nach außen gedrückt. Für mich war das ganz okay und jetzt belegen wir mal das Ganze. Da habe ich die vorhin euch gezeigten abgezogenen Tomaten. Die müsst ihr dünn schneiden. Und die könnt ihr dann schön außen rumlegen. Im Prinzip ist es wie eine Pizza. So, das genügt. Alles schön verteilt. Machen wir das dahin. Jetzt kommt ein Teil des Käses oben drüber. Da müsst ihr auch gar nicht sparen. Dass es auch schön alles bedeckt ist. Jetzt kommt die Sucuk. Ja, die könnt ihr also richtig aneinander fächern. Soll ja ein bisschen Geschmack reinkommen. So, die Sucuk habe ich jetzt verteilt. Jetzt kommt Käse wieder drauf. Also für kalorienbewusste Esser ist das ganz sicherlich nichts. Da ruhig ein bisschen andrücken. Also ich denke auch vom Gewürz her durch die Sucuk, da habt ihr wirklich genug Gewürz dran. So, meine Freunde, das ist eine richtige Käsekuppel hier. Und zum Schluss, das habe ich vorhin unterschlagen, habe ich noch Schnittlauch und Thymian. Das verteile ich jetzt noch oben drauf. So, jetzt sind alle Zutaten drauf und jetzt kommt der Abschluss durch den anderen Teigdeckel. Also einen Teigdeckel machen wir da drauf. Ich stelle es mal in Zeit und dann fummel ich den Teig da drauf und wenn er drauf ist, dann hole ich euch wieder mit dazu. So, den Deckel habe ich jetzt oben drauf gewurschtelt. Ihr seht, der Deckel ist eigentlich immer ein bisschen größer wie das Unterteil und da müsst ihr eigentlich hergehen, müsst ihr es ein bisschen unter drunter schieben, dass das dann auch wirklich verschließt. Ihr habt das jetzt gesehen, ich mache den Rest jetzt voll fertig, das dauert ein bisschen und dann kommt noch, erstmal muss ich ihn gehen lassen wieder. Und dann, wenn der wieder gegangen ist, dann hole ich euch wieder mit dazu. So, eins habe ich noch vergessen, er wird jetzt zuerst geviertelt, das Fladenbrot. Und nach dem Vierteln lasst man noch mal gehen. So. Ganz schön was drin da in der Käsebombe hier. So. Das haben wir jetzt auch erledigt. Und jetzt kommt das Tuch drüber. Wird nochmal 20 Minuten ruhen gelassen. Und dann sehen wir uns am Grill draußen. So, mein Gasgrill hat inzwischen 200 Grad erreicht. Ich zeige euch mal kurz was. Ich habe das nur noch mit Eigelb und Milch eingestrichen und ein bisschen Sesam oben drauf. Das habe ich vergessen zu filmen, da ich meine Kamera schon hier positioniert hatte. Also ich denke, ihr könnt mir das verzeihen. So, jetzt machen wir den Grill auf. Oh, der Scheiß. Da habe ich so eine Rosterhöhung mit reingestellt, dass er keine direkte Hitze bekommt. Deckel wieder zu und dann denke ich mal so 20 Minuten dürfte das Ganze gegessen sein. Und dann hole ich euch wieder mit dazu. So, 25 Minuten später, ich habe den Brenner schon ausgeschalten oder die Brenner schon ausgeschalten. Schauen wir mal drunter. Oh ja. Schön gelb. Ne, wie heißt es? Goldgelb. Ja, also ich zeige es euch noch mal ganz kurz. Herrlich, oder? Da sprudelt der Käse gerade so raus. Da. So, ich mache jetzt folgendes. Ich hole es runter, stelle es in die Küche und lasse da noch 2-3 Minuten ruhen.
Und dann kommt es zum Anschnitt und dann natürlich zum Probieren. Achso, ich habe ganz vergessen, ich habe es natürlich hier in den indirekten Bereich gestellt. Sonst wäre es unten doch ein bisschen zu dunkel geworden. Ja, aber das habt ihr ja selber gesehen. Also, bis gleich. So, nach 5 Minuten stehen lassen. Ich habe schon Hunger wie ein Wolf. Schneide es jetzt einfach mal an. Schon ein bisschen warm, ja. Einfach mal in der Mitte durch. Das riecht schon Kräuter und der Wurst. Das sehen wir auch mal an. So, ich werde jetzt ein Schäufelchen holen, das rausheben, auf meinen Teller legen und dann zeige ich es euch, wie es ausgesehen hat. Freunde, ist das nicht ein Anblick, da läuft der Käse raus, genauso wie ich es mag. Und ich sage es euch, jetzt wird probiert und ihr dürft mit dabei sein. Ich freue mich. Los geht's, ab geht's zum Probieren. So, jetzt aber. Schaut es euch an, wow, oder? Das ist schon der Burner, wie da der Käse rausläuft, oder? So, aber jetzt. Leute, das Zeug ist richtig geil. Wahnsinniges Aroma durch die Sucuk, dann die Kräuter oben drauf, die Tomaten unten drin. Als Party-Snack hervorragend. Also ich muss sagen, mich hat es richtig fertig gemacht, die Backerei. Ich kann einfach nicht so gut backen, aber für das muss ich sagen, ging es ganz gut. Macht es mal nach, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich schreibe euch das Rezept unten in die Infobox. Und wenn es euch gefallen hat, das Video, kommentiert. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr keine Sendung mehr von mir. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ich bin raus, euer Thomas. Ciao, ciao.